Excuse me. Yeah, what now? Aber es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, ihn hier wegzukriegen. Hm. Wollen Sie nicht lieber etwas anderes tun? Isn't there something you'd rather be doing? Like what? Show business is my whole life. Ach komm, das kann nicht dein einziges Ding sein. Hast du keine Hobbys? Don't you have any hobbies? Sure, I read. Ah, okay, er liest gerne. Wenn ich Ihnen nun was zu lesen gäbe. What if I give you something to read? I might take a look. Okay, wir brauchen was zu lesen. Hm, vielleicht sieht er sich ja gern das Bild der Archäologie an. Versuchen wir es doch mal. Here. No thanks, I read it years ago. I still got my own copy. Oh, das ist natürlich super Glück, dass er genau diese Ausgabe gelesen hat und sogar noch als Kopie, das er auch mit sich rumträgt. Ah. Okay, wir brauchen eine Alternative. Und die finden wir nicht hier drin, sondern draußen. Was lustig ist, da ich jetzt eben durchs Fenster reingekrabbelt bin, ist Biff verschwunden und die Hintertür ist unbewacht. Was für ein Zufall. Das zu Lesende befindet sich hier vorne, nämlich eine übrig gebliebene Zeitung beim Kiosk. It's today's paper. Sogar von heute. Na wunderbar. Ich denke, die wird keiner vermissen. Vielleicht können wir den Herren ja bei einer etwas neueren Version eines Magazins überreden, es zu lesen. Wait. Ja. She's still talking. Sorry, ich habe aus Versehen auf die Bühne geklickt. Jetzt sei nicht so zimperlich. Hier, willst du nicht was lesen? Schöne Zeitung. Here. Well, well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? Das klingt eher nach einem Sportfan als nach einer Leseratte. Aber auch gut. Sportnews interessieren auch manchmal die Leute mehr. Gut, der Kerl ist weg. Das heißt, wir können jetzt endlich mit Sophia reden. Hold on. I still got my eye on you. Na super. Der Kerl ist immer in der Ecke dort und beobachtet uns. Das heißt, wir können nicht auf die Bühne laufen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Grrr. Na schön. Dann müssen wir das wieder anders regeln. Er ist zwar auf Abstand gegangen und beobachtet uns, allerdings hat er seinen Posten hier verlassen. Vielleicht können wir ja mit diesen Hebeln etwas anfangen. Jetzt ist die Frage, wie bedienen wir das Ding? Ich würde sagen, wir legen erstmal alle Hebel um. Irgendwas ist richtig. Als ich den letzten umgelegt habe, ist es auf gelb gesprungen. Das heißt wahrscheinlich, ein Hebel ist falsch. Ziehen wir mal den rechten? Nee. Gut, dann muss es ja der mittlere sein. Vier Kombinationsmöglichkeiten haben wir hier nicht. Aha. Grünes Licht und der Geist ist am Leuchten. Na denn, soweit ich das sehe, ist das hier der Startknopf. Los, mein Geisterfreund, tu deine Pflicht. Bereichere diese Vorstellung von Atlantis mit deiner Anwesenheit. There it goes. And I still feel the presence of Atlantis through... May I present Nerab-Sal, the great Atlantean god of... Of... Deceit. Deceit. Thanks, Indy. Indiana Jones? You've got some nerve. Go back, you big jack-o'-lantern. Oh, great. Good night, folks. War wohl ein Reinfall, Sophia. Entschuldigung. Come on, mister. I've got a few words to mince with you. I'd say it's about time. Endlich können wir mit dir reden. Oh no! Looks like Kerner got here first. Verdammt. Stay put. Ist er noch da? No one here. Nor here either. Also Andy, du solltest schon hinter die Kisten gucken. Ganz ehrlich, das Versteck von ihm war nicht sehr anspruchsvoll. Da hättest du einmal rumgehen müssen, hättest ihn sofort gefunden. Tse.
Dr. Ubermann. Fantastic news. We found the treasure we seek. Eine etwas schlechtere Übersetzung, muss ich zugeben. Ja, du mit deiner Schmalzlocke, ist klar geil. Ich krieg dich noch. Wo auch immer du jetzt hinfährst oder gehst. Ich dachte, du nimmst das Taxi. That's the second time Kerner slipped away. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Germans claim victory in worldwide race to smash the Uranian atom. Chief Scientist Dr. Hans Ubermann announces plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? Natürlich, es geht mal wieder um Superwaffen. Wenn ich die Unsterblichkeit über den Gral oder die Bundeslade mit ihren Geheimnissen, dann sind es Atombomben. Weil die sind geil, die machen Bumm und so. Ach, was redest du da, Sophia? Ich meine, praktische Resultate sind Jahre entfernt. Practical results are years away. Of course they are. That's why they're looking for the power of Atlantis. Be serious. I used to think you'd make a good scientist. Echt, ey, jetzt gehen wir von Atombomben auf Atlantis über. Was ist das denn für ein Themenwechsel? Aber du warst mal eine gute Archäologin, zumindest bis du etwas von meiner Expedition gestohlen hast. Yet you stole things from my expedition. Artifacts such as archaeology has never seen. Huh. You're lucky I don't have you arrested. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know? Kerner missed the grand prize. What? My necklace. Watch closely. The bead is made of auric calcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Okay. Leuchteffekte. Woo! Did you see that? Yeah, creepy. Is your electric bill paid up? Ba-dum-tsh. That was Nur-Afzal. His spirit is close. Ja. Klar, du hast eine tolle antike Halskette, die Lichteffekte spuckt, und das ist deine Begründung für Nur-Afzal, den heiligen Geist von Atlantis, der dich führt. Ach, ich interessiere mich nicht für diesen Blödsinn. I'm not interested in spiritual mumbo jumbo. Suppose I gave this aura calcum business any credence, which I don't. Wenn ich dem Ganzen irgendeinen Glauben schenken sollte, ja, dann haben wir keine Idee, wo Atlantis liegt. We have no idea where to find your mythical lost city. Shh. I'm getting something. Nur-Afzal speaks. He bids us find the... What? A book, yes. The Lost Dialogue of Plato. Another fine myth. Jetzt spricht der Geist durch sie durch und wir dürfen ein Buch suchen. Okay. Das Buch ist ein legendärer Schwindel. That book is a legendary hoax. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Wenn es so ein Buch gibt, wenn es Atlantis wirklich gibt und wenn die Nazis es schon gefunden haben, dann ist das keine gute Nachricht für die Welt. Wie sind die Deutschen auf Island aufmerksam geworden? How did the Nazis get interested in Iceland? Antiquities dealers probably told them about me. Nice friends you have. Who's working there these days? Bjorn Heimdall, I believe. Maybe we should pay him a visit. What do you say? I thought you'd never ask. Und damit läuft die Musik.
auf ins Abenteuer nach Island! Unsere nächste Spur. Denn irgendwo müssen wir hin, um den verloren gegangenen Dialog von Plato zu finden. Und endlich! Ich hab meine Peitsche! That's my whip. Ach komm, Indy. Kein cooler Spruch. Ich gehe nicht ohne aus dem Haus. Hast du doch, glaube ich, mal gesagt in Last Crusade oder war es Turm von Babel? Eins von beiden. Na gut. Wir haben nur eine einzige Quelle zum Suchen. Nämlich nur Abseits Hinweis, dass wir dieses Buch finden müssen und Bjorn Heimdall, der angeblich hier in Island arbeitet. Wahrscheinlich ist er in dieser Ausgrabungsstätte. Ich würde sagen, ich hatte recht. Und wisst ihr was, Leute? Ich weiß nicht warum. Oh, ich kann es mir zwar vorstellen, aber englische Let's Player haben immer so ein Problem mit dem Akzent, der jetzt kommen wird, oder solchen weinerlichen Stimmen für sie. Ich allerdings finde, dass Dr. Bjorn Heimdall einen genialen Sprecher hat. Also ich könnte mich beömmeln bis zum geht nicht mehr über den Akzent, der jetzt kommen wird. Hört euch an. Pardon me. Dr. Indiana Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. This is my big fight now. Go away. Go away. Das klingt so putzig. Ich liebe das. Ach, ich dachte, sie buddeln nach Gräbern in Dänemark. I thought you were digging up Norse graves in Denmark. I was. Obviously now I'm not. Danke, Klugscheiß. Hätte ich echt nicht gedacht. Na, was erwarten Sie hier zu finden, Doktor? Doctor, what do you expect to find here? The secret of Hyperborea. That's what the Greeks called Iceland, you know. You've read how they sailed north to a fog-shrouded land and how they never set foot upon it? Ha! After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots claim they were repelled by ghosts. Puppycock, you know what actually stopped them, John? Einheimische, keine Ahnung. Vielleicht hatten sie keine Zeit im Terminkalender. Ja, wer weiß. Maybe they didn't allot any time on their itinerary. No. They were stopped by a force field put here by beings not of this earth. That's fascinating, Doctor. Okay, wir können den Herrn wohl nicht sehr ernst nehmen, wenn er nach einem Gerät sucht, was ein Kraftfeld um Island erstellt hat, was von Außerirdischen errichtet wurde. Und was die Griechen damals offenbar auf ihrer Suche nach Hyperborea entdeckt hatten. Wer Hyperborea nicht kennt, ich musste mich auch erst ein ganz bisschen schlau lesen und es ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Hyperborea soll ein Land aus der griechischen Mythologie sein, das am äußersten Nordrand der Erde lag. Praktisch das kälteste und von einigen griechischen Helden in der Mythologie besucht wurde. Ich glaube zum Beispiel... Herakles war glaube ich zum Beispiel da, als er die Äpfel der Hesperiden geholt hat oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall... Kollege, was erzählst du für einen Schwachsinn? Hallo Kraftfeld, Island, what the fuck? Warum sind diese Wesen, diese Außerirdischen, denn bitte schon hier aufgetaucht? Why did these beings show up here? I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperborea as a spaceport. Up north here, we're close to the ether. It's a perfect landing site. Also auch wenn ich zugeben muss, dass Atlantis ziemlich fortschrittlich gewesen sein muss, wenn Sophia mit ihrem Vortrag recht hatte, ist selbst dann der Gedanke an Außerirdische immer noch ein bisschen weit hergeholt, Kollege. Und das jetzt, was ist die Verbindung zwischen Hyperborea und Atlantis? So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro Expedition, the one you're about to work on. Recently, I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been selling them. Go ahead, blame it all on me.
Hey, als wenn das unbegründet wäre. Du hast Sachen verkauft aus unserer Expedition. Habe ich dir eben schon vorgeworfen. Also schließen Sie das Übernatürliche komplett aus mit Ihrer Alien-Theorie? So you completely discount the supernatural? Completely. If it's supernatural you want. There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow. But very clever. And Philippe Costa in the Aetos Islands. As a researcher, he's a farce, but he's a sharp tracer. Meanwhile, I've got an Atlantean artifact right in front of me. Okay. Das sind die beiden Namen, die wir jetzt auch gleich nochmal bekommen werden, wenn ich nach Platos Dialog frage. Nämlich Dr. Sternhardt und Dr. Costa? Auf jeden Fall Costa. Zwei Personen, die offenbar sich ebenfalls mit Atlantis und dem verlorenen Dialog Platos beschäftigt haben. Have you ever heard of Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. Such a book? Dr. Sternhardt and Costa. Yep, genau. Wenn wir über Übernatürliches oder den verlorenen Dialog reden wollen, dann mit diesen beiden Herren. Also unser nächstes Reiseziel. Woran arbeiten Sie da eigentlich gerade? What is this thing you're working on? The bronze eel here? It's probably a homing beacon for wayward spaceships. Soon I'll have it out of the ice. Yo. Okay, ich werde jetzt mal gehen. Langsam und rückwärts. So long. Good luck, fellow believer. Aber eine Sache hat er recht, da ist etwas im Eis. It's an eel figurine trapped in ice. Das muss nicht heißen, dass es zwangsweise atlantisch ist, was da im Eis steckt, aber... Naja, eine Aalfigur im Eis zu finden, ist trotzdem archäologischer Fund. Das muss ich dem guten Björn lassen. Na gut, aber das interessiert uns jetzt erstmal weniger. Wir haben zwei neue Namen auf der Liste und damit Orte, die wir besuchen können. Also, ab zum Flughafen! Let's head for the airport. Und hier werde ich das Ganze einmal speichern. Denn nun haben wir, wie man sieht, mehr Reisemöglichkeiten. Zwar ist New York nicht logisch, weil wir dort nichts mehr zu suchen haben. Allerdings können wir jetzt wählen, fliegen wir erst nach Tikal oder zu den Azoren, um uns entweder mit Sternhardt oder Costa zu treffen. Die Wahl liegt bei uns und diese werden wir nächstes Mal treffen, wenn es wieder heißt Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Bis dahin. Tschö.